Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute gibt es mal einen lecker Burger, einen Pulled Pork Burger. Das Pork habe ich diesmal in meinem Crockpot vorbereitet. Das ist total einfach, absolut gelingsicher und super lecker. Wer das gerne mal sehen möchte, ich werde das Video dazu in den nächsten Tagen auf meinem Kanal veröffentlichen. Wer noch nicht abonniert hat, der sollte das vielleicht gleich mal tun. Dann versäumt man das auch nicht. Ich nehme dafür heute 2 Hamburgerbrötchen. Da kann man aber auch durchaus Baguettebrötchen nehmen oder zur Not gehen auch 2 Scheiben Toastbrot. Dann habe ich hier ein bisschen Sandwich Cream. Dann die weltbeste Barbecue-Soße, die mache ich selber. Wer sich fürs Rezept interessiert, das ist auf meinem Kanal zu finden. Dann habe ich hier einige dünn gehobelte Zwiebelscheibchen, etwas Gewürzgurke, die habe ich mir so ein kleines Stiftchen geschnitten. Und wer mag, gibt noch ein bisschen Käse dazu und etwas Chili. Das Hamburger Brötchen habe ich mir jetzt noch ein klein wenig aufgetoastet. Da gebe ich jetzt unten als erstes ein bisschen was von der Sandwich Cream drauf. Das braucht nicht so sehr viel sein. Das soll nur einmal gut bedeckt sein. Dann kommen ein paar Gürkchen da oben drauf. Und dann kommt auch schon das Pork dazu. Ja, das ist hier richtig schön heiß. Da kann man ruhig reichlich von drauf geben. Ja, wenn so ein bisschen daneben fällt, das macht auch nichts. Das ist wirklich super, super lecker. Ja, das ist halt mit einem Crockpot ein bisschen anders, als wenn man es vom Grill macht. Wenn man es grillt, dann hat man doch ein bisschen mehr so eine schöne würzige Kruste oben drauf. So, jetzt kommt hier nochmal die Soße rauf, die Barbecue-Soße, ein ordentlicher Schlag. Dann kommen hier auch schon die Zwiebelchen drauf. Ja, ich hobel die immer sehr, sehr dünn. Es müssen jetzt auch keine roten unbedingt sein. So, dann gebe ich immer noch eine Scheibe Käse dazu. Oben drauf noch mal ein klein wenig von der Barbecue-Soße und dann noch etwas Chili. Das muss man aber nicht machen. Wer es nicht so gerne so scharf isst, der lässt das einfach weg. Dann streiche ich das obere Brötchen auch noch mal ein klein wenig mit Barbecue-Soße ein und lege es oben auf. So, und schon ist mein lecker Pulled Pork Burger fertig. Ich stelle dann immer noch ein bisschen Soße dazu, gebe noch ein paar Zwiebelringe damit bei, etwas Gürkchen und wenn man mag, kann man auch noch ein bisschen Fleisch damit drauflegen. So werde ich das jetzt auf den Tisch bringen. Es schmeckt wirklich hervorragend. Ich kann es absolut empfehlen. Ja, wer darauf Appetit hat, sollte sich das unbedingt mal nachmachen. Wie gesagt, ich zeige in den nächsten Tagen, wie ich das Pulled Pork in meinem Crockpot zubereite. Unbedingt meinen Kanal abonnieren, dann versäumt man dieses Video auch nicht. Ich wünsche einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!